Hallo ihr Lieben, ich habe ein, ja, ein Eilinfovideo oder so. Ich habe nämlich gerade gelesen, auf der offiziellen Facebook-Seite von Mario Kids, dass es wohl einen Film zu den Büchern gibt. Und zwar heißt die Meldung, die Filmrechte sind verkauft. Der erste Schritt ist gemacht. Offizielle Meldung von der Frankfurter Buchmesse. Wir sind aufgeregt und begeistert, euch verkünden zu können, dass Alibaba Pictures einen Film zu den Warrior Cats machen möchte. Mehr wissen wir auch noch nicht, sind aber sicher, dass wir bald weitere Informationen mit euch teilen können. Ich habe dann erstmal geguckt, wer Alibaba Pictures sind. Und die haben zum Beispiel Mission Impossible, diese neue Ninja Turtles und Star Trek Beyond, zumindest mal waren sie da Investoren. Filme haben sie, glaube ich, noch nicht so produziert, aber zumindest mal Investoren waren sie. Und ja, das war es eigentlich schon mal mit dieser Info. Weiteres gibt es natürlich auch noch. Allerdings ist das jetzt nicht mehr so aktuell, das weiß man schon länger. Und zwar die 6. Staffel heißt im Deutschen Vision von Schatten. Ich dachte jetzt zuerst, das heißt Visionen aus den Schatten oder Visionen von den Schatten. Aber jetzt, wo ich das so höre, Vision von Schatten, können es auch einfach Schatten sein. Also, unsere Katze aus der 5. Staffel, großer Schatten, könnte sein. Und der erste Band wird im März 2017 erscheinen, die Mission des Schülers heißt der. Und das, ich verrate es euch einfach, das ist einfach nur der Klappentext, also es ist jetzt nicht wirklich viel verraten, nur wer ganz warten möchte bis zum März, muss mal kurz weghören und oder vorspulen, bis ich dieses Buch hier hochhalte. Und ja, also es geht um Brombeersterns Kinder, Erlenpfote und Funkenpfote, welche beide ja Geschwister sind, und Funkenpfote ist ja die geborene Kriegerin, kann gut jagen, kann gut fangen und was man so als Kriegerin eben macht, und Erlenpfote eher nicht so. Ich glaube, er ist eher so der Heiler. Auf jeden Fall bekommt er eben Visionen, und Visionen von einer Schlucht und von Katzen, die dort in Gefahr sind. Und er geht davon aus, wahrscheinlich von Geschichten oder so, die er gehört hat, dass es vom Wolkenclan kommt. Und so machen sich die beiden, also Erlenpfote und Funkenpfote, machen sich auf die Suche nach dem Wolkenclan. Und ja, das hört sich ja mal ganz spannend an. So, weiter geht's hiermit. Und zwar ist das dieses Adventskalenderbuch. Ich habe mal die erste Seite aufgetrennt, weil das einfach nur hier die Beschreibung der Glans ist. Und die anderen sind allesamt so zusammen gemacht, den man dann täglich aufmachen kann. Und das Buch stinkt ganz schön. Ich frage mal beim Belz Verlag nach, ob ich das vielleicht zusammen mit euch täglich aufmachen könnte. Das wäre ja ganz witzig. Und was ist das hier? Ah, hier ist noch eine Karte drin gewesen. Ja, das wäre vielleicht ganz witzig, und dass man das hier, da sind auch noch so Fragen drin. Moment. Hier, so Rätsel sind da auch noch drin, dass man das vielleicht irgendwie mal gucken, ob ich da irgendwas zusammengebastelt bekomme und mich mal mit Belz kurz schließen kann oder so. Also, ich würde sagen, ich frage da mal nach. Den Film habe ich, die neue Staffel habe ich, und das war's auch schon. Und ich will das Video auch gar nicht groß
länger machen, damit ich das jetzt noch hochladen kann und dann gleich vielleicht um 9, um 8 oder 9, ja, hochladen kann, beziehungsweise freischalten kann. Egal. Also, bis zum nächsten Mal dann, eure Anna.